Angeblich haben die Deutschen ja keinen Humor. Wir wussten aber immer, dass das nicht stimmt. Denn wir hatten ja Loriot. Dank ihm bekamen wir einen Humor, der anarchisch war und zugleich bürgerlich. Subversiv, aber nicht ätzend. Elegant, aber nicht elitär. Durchaus anzüglich, aber nie obszön. Spöttisch, aber immer menschenfreundlich. Ein Humor, über den man lauthals lachen konnte, aber ohne die Schenkelklopfer heutiger Comedians in ihrer inflationären Gleichartigkeit. Wäre irgendwer je auf die Idee gekommen, Loriot einen Comedian zu nennen? Natürlich nicht. Er war eine andere Welt. Individualist, Feingeist, Vielkönner. Einer der größten deutschen Künstler unserer Zeit. Jetzt ist Vico von Bülow tot. Er verstarb im Alter von 87 Jahren. Früher war vielleicht nicht alles besser, aber früher war mehr Lametta, weil es Loriot gab. Es muss in der Bundesrepublik bestürzen, dass der deutsche Humor als Qualitätserzeugnis, einst auf dem Weltmarkt führend, heute kaum 0,02% der Exportquote ausmacht. Na, an ihm lag's sicher nicht. Beharrlich hat dieser stilvolle Mensch das Land humoristisch erzogen, generationenübergreifend, ob in der Jodelschule, auf der Auslegeware oder beim Geraderücken irgendwie schiefer Bilder. Die vermeintliche Ordnung in deutschen Stuben hat er feinsinnig, subversiv unterwandert. Das Bild hängt schief. Loriot. Wir haben diesem Mann, das sei gerade herausgesagt, zu danken für seine Lockerungsübungen am etwas steifen deutschen Volkskörper. Bei meinen Zeichnungen handelt es sich um Handarbeit, ausgeführt in wasserfester Tusche auf Papier. Im Hinblick auf die Umwelt ist mein grafisches Gesamtwerk im Bedarfsfall also kompostierbar. Oft doppelbödig, jedenfalls mopsorientiert, hat er auch einst humorfreie Räume das Schmunzeln gelehrt. Wohlgemerkt nicht nur über andere, sondern gern einmal auch über uns selbst. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente. Nicht mit mir. Ich kenne sie ja erst seit heute. Wenn Sie die Ente hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus. Es sind zeitlose Sätze, die uns Vico von Bülow geschenkt hat. Klassiker. Deutschland kann mitsprechen und der Spötter auf dem grünen Sofa hat sie uns regelrecht diktiert. Wir haben zugehört, gelacht, genickt, so ist es eben. Die Frauen nehmen natürlich in jedem Leben eines Mannes und einer Frau einen erheblichen Platz ein. Denn ich meine, die Frau ist ja aus dem heutigen Leben schon nicht mehr wegzudenken. Ne? Loriot war stilbildend. Seine gesammelten Werke sind jetzt Teil deutscher Alltagskultur. Sagen Sie noch nichts. Es gibt Augenblicke im Leben, wo die Sprache versagt, wo ein Blick mehr bedeutet als viele Worte. Ich mache das, was mir Spaß macht, hat der Humoraristokrat einmal gesagt. Und ich hoffe, dass das dann auch dem Publikum Spaß macht. So einfach. Was für ein freies Leben ging da zu Ende. Wenn ich von heute ausgehen sollte, hat es mir so großen Spaß gemacht, dass ich meine, das sollte das letzte Mal sein. Solange wir Deutschen weiter so sind, wie wir sind, mit unseren Kalbshaxen, Bettenabteilungen und Wannenstöpseln, wird Loriot vielleicht weiter mit uns und über uns lachen. Und sei es vom Himmel herab. Christian Kirsch war das, der so liebevoll auf Loriot blickte.